Und das wird ein großer Kampf und noch ein viel größeres Spektakel. Genauso übrigens wie unser nächstes Match. Speedrun. Wer im Fernsehen buzzern will oder muss, der sollte dann eigentlich immer Fragen beantworten. Bei uns ist das ganz anders. Man muss eigentlich nur schnelle Beine und verdammt viel Mut haben. Denn wir haben unseren Speedrun noch mal upgedatet. Und der hat's in sich. Ein Spieler versucht, einen gegnerischen Läufer auf einem Rundkurs möglichst schnell zu fangen. Dafür hat er maximal 60 Sekunden Zeit. Auf der Strecke sind 5 Buzzer positioniert, die der Läufer drücken kann. Bei der ersten Betätigung ist ein Buzzer 3 Punkte wert, danach jeweils einen Punkt weniger. Der dabei erfolgreichste Läufer bekommt einen Bonus von 10 Punkten. Der Spieler, der seinen Gegner am schnellsten fangen kann, erhält 20 Punkte. Die nachfolgenden Spieler 10 und 5. Ja, dieses Spiel hat es wirklich in sich. Das ist spektakulär und eigentlich nur etwas für die Profis, also für die echten Parkourer. Aber wir haben gedacht, Simon, der kann doch auch einfach mal ein bisschen zeigen, was da drin möglich ist in diesem Parcours. Also, liebe Parkourer, schaut euch mal an. Vielleicht könnt ihr Inspiration finden bei Simon Pierce. Ich werde diesen Parcours so machen, damit ich mir noch ein bisschen Würde behalte, in Zeitlupe und der Höhe angemessen. Ich zeige mal die Buzzer und was passiert, wenn man auf die Buzzer haut, weil dann gibt's eine Runde Deodorant für die stinkenden Biester da drüben. Und das war der erste Buzzer. Dann gehe ich weiter, so sportlich, wie ich kann. Hier hört's schon auf bei mir, ehrlich gesagt. Ich bin ein alter Mann, deswegen gehe ich außenrum vorbei. Dann würde es hier die Kurve hochgehen. Da haben wir noch einen Buzzer versteckt. Dann geht es auch schon wieder zurück. Ich nehme die Abkürzung und habe noch einen Buzzer oben. Und den hier, Sieber sieht man gerne, habe ich euch nämlich reingelegt, ich Frechdachs. Hier ist auch noch ein Buzzer. Nicht vergessen, drückt auf die Buzzer drauf, da könnt ihr nämlich Bonuspunkte abgreifen. Dann geht's die Rampe hoch, die Rampe runter. Da springe ich jetzt auch nochmal rüber. Und dann kommt noch eine Fontäne. Und das war's schon und ich bin jetzt schon außer Atem. Andrea, du musst mich ablösen. Und bitte, du hast die Teams bei dir. An Sportlichkeit nicht zu überbieten. Das Synonym dafür ist Simon Pierce. Aber jetzt neben mir zwei Jungs, die das wirklich können. Also ich habe euch schon so oft bei Catch gesehen. Das wird jetzt für mich so ein Duell wie Barcelona gegen Real Madrid. Wer ist denn schneller? Oh, ich glaube Benny tatsächlich. Also mal sehen. Fangen oder gefangen werden, was ist besser? Also prinzipiell fange ich lieber, aber hier renne ich jetzt weg. Schön. Wir freuen uns drauf, Jan, oder? Geht an den so Start, sehr, Jungs. So sehr. Zwei Parcourer und für beide gilt, sie haben keine Limits. Benny anscheinend nicht ganz in seiner Komfortzone, wenn er also lieber fängt. Andy weiß, er sieht sein Ziel, aber das wird nicht stehen bleiben. Jetzt der Countdown, bitte. 3, 2, 1, Catch. Start super wichtig, erster Buzzer gleich mitgenommen. Boah, und dann fliegt Benny los. Er kann unten rum, aber macht das auch im Monstertempo. Die Buzzer lässt er erstmal links und rechts liegen. Er will ein bisschen Vorsprung haben, glaube ich. Bonus wird dann irgendwann mal ein Thema. Die Frage, gibt es in der Kurve jetzt auch mal den Weg oben rum? Der kostet so viel Kraft, aber er macht's. Er darf nicht überholt werden. Und jetzt stoppt er, ja. Minimal vertreten. Und das wird maximal bestraft, weil Andy im Fluss bleibt. So sieht das aus in der Parcours-Szene. Man gönnt sich gegenseitig den Sieg. Es geht darum, gemeinsam gut zu performen. Großartig von euch beiden, vor allen Dingen der Start. Wie elegant kann das bitte sein, Benny Grams? Und dann will er unten rum und macht es eben auch. Danach gibt es im zweiten Lauf den Sprung, den Buzzer. Und dann stoppt er schon kurz und jetzt fehlen so 5 cm, um da oben rauf zu kommen. Und Simon ist dran. Na, dann geh doch zu Benny. Unfassbare Geschwindigkeit, Wahnsinn. Ärgerlich, du bist ausgerutscht oder was ist passiert? Ja, ich bin. Also es ist generell ein bisschen risky, oben lang zu gehen, weil der unten schneller ist. Aber ich habe so viel Ausdauertraining gemacht, es hat sich doch richtig gut angefühlt. Und ich dachte, ja, Power ist da. Aber ich bin über der Kante abgerutscht. Und dann musste ich hier, mich die Notbremse einziehen. Hier sehen wir die Slow-Mo ganz kurz. Ja, fluppe weg ist er. Also, ja. Er sagt sogar, ich bin oben lang gegangen. Also für ihn ist das immer noch ein Spaziergang gewesen. Ich bin langsamer, wenn ich unten lang laufe und zwar komplett ohne Hindernisse. Und Andrea, du bist eh die Langsamste.
im Sprechen, im Laufen oder wo auch immer. Aber neben mir dafür zwei schnelle Menschen, wo ein klitzekleiner Größenunterschied ist. Dennis fängt Silke. Silke, du bist ein Urgestein hier bei uns bei Catch. Du kennst unsere Parcours. Wie sehr gefällt dir unser neues Update vom Speedrun? Ja, ich find's nice, weil ihr jetzt offiziell erlaubt, dass ich da unten durch darf. Ja, das haben wir wahrscheinlich extra nur für dich gemacht, damit du endlich mal auch unten durch gehst. Silke ist verdammt schnell. Ist sie jetzt hier so ein Angstgegner für dich? Kriegst du sie? Angstgegner nicht wirklich. Ich glaube, wir werden eine Menge Spaß haben, aber ich muss aufpassen, weil Silke wird es bestimmt schaffen, sich durch irgendwelche Löcher und Lücken durchzuwinden, sodass ich kaum dahinterher komme. Aber ich gebe mein Bestes. Aber genau das wollen wir sehen. Geht an den Start und Jan, du bist wieder dran. Und das nur allzu gerne. Es gilt, 23,3 Sekunden zu schlagen. Das ist die Zeit, die erfolgreiche Catch-Zeit eben gewesen von Andy. Und wir haben es auch gesehen, man schlägt halt entweder jemanden ab und beendet dadurch das Spiel oder man überholt ihn. Dann gilt der Läufer auch als keine Zeit dafür gecatcht. 3, 2, 1, Catch. Erster Buzzer genommen und gleich in Schwung gekommen. Silke muss die erste Kurve eigentlich mit Tempo nehmen, aber dann ist Dennis schon da. Nicht ganz Gentleman in diesem Fall, aber ja, er macht die langen Schritte, springt gut und der Sprung und der hinterher ist halt entscheidend. Katzenartig. Keine Chance. Das ist Silke, immer noch was Gutes rausziehen. Ich habe einen Buzzer erwischt, sagt sie. Silke, ich glaube, das erste Mal, dass du nicht mal dazu kamst zu schreien, weil es so schnell geht, dass deine Lungen noch nicht mehr gefüllt werden. Ich habe den gesehen, aber dann hat er mich schon gehabt. Ja. Was ist mit dir? Das klingt gerade wie bei einer Blind-Date-Show. Ich habe ihn gesehen und dann hat er mich schon gehabt. Dennis, mit dem langen Arm. Wann warst du sicher, du kriegst ihn noch in der Kurve? Ja, als ich gemerkt habe, dass ich den Sprung rüber mache und sie andersrum geht, da habe ich gewusst, jetzt einfach Gas geben und dann habe ich sie eigentlich schon. Und das hat sich auch bewahrheitet. Andrea, ich habe dich lieb in diesem Fall. Oh, so süß kenne ich dich normalerweise gar nicht. Aber bei deiner Dating-Show möchte ich gerne mal bleiben. Dario, du catchst hoffentlich vielleicht gleich Edward. Kennst du ihn? Er kommt aus England. Der ist da eine richtige Größe im Parcours. Ja, ich glaube, der wurde hier extra eingeflogen, um hier dann irgendwie alles zu zerstören. Aber ich glaube, dem muss ich gleich einen Strich durch die Rechnung machen, würde ich sagen. Da bin ich optimistisch. Okay, wir wissen, es ist Ed the Destroyer, der dann jetzt also fürs Team Lila, das Team von Christian, wegläuft. Dario hinterher. Ich bin gespannt, wie lange es dauert und ob es jetzt auch mal ein bisschen taktisch wird. Buzzer-technisch. 3, 2, 1, Catch. Sie kennen den Parcours beide gut, sind ihn begangen. Wow, Ed muss kurz mal stoppen, weil er da nicht ganz so durchkommt, wie er möchte, aber das ist eben auch eine Qualität, da so wieder im Tempo zu sein. Jetzt passt die Sprungweite, nochmal der Buzzer, jetzt die Möglichkeit, das besser zu machen, macht er. Schwierig für Dario, der da ganz kurz einmal abstoppen muss. Und Ed hat gute 5, 6 Meter Vorsprung, würde ich sagen. Lässt den Buzzer, der hier hinten versteckt ist, bei der zweiten Kurve wieder liegen. Nimmt eigentlich nur den, der wirklich der angenehmste ist, für den man keinen Umweg gehen muss. Teilt sich die Kraft ein. Ah, sehr gut. 3 Punkte wert, der Buzzer. Und das ist eben der Anreiz auch. 60 Sekunden Zeit, der nächste Buzzer. Jetzt hat er eben die Zeit, dass er da dann zuschlägt. Wahnsinn, das Tempo, vor allen Dingen von Ed. Und der läuft es jetzt von vorne weg. Keep going, keep going. And take the buzzers. Ja, für Dario ist es das gewesen. Das weiß er selber. Es kamen noch mal ein paar Buzzer dazu. Bester Lauf. Der erste, der erfolgreich entkommt. Escape Moves sondergleichen. Und das nach schlechtem Start von Ed Scott. Großartig, wie er das gemacht hat. Reichlich Buzzer-Punkte gesammelt. Hier sehen wir es. Der Anfang ist noch so wie geplant, aber hier hört es auf. Bisschen rutschig, das Hindernis, slip away, aber dann ist er dann doch so geistesgegenwärtig, sich da doch noch wieder zu befreien und vor allen Dingen ein paar Meter rauszulaufen. Keine Chance letztendlich für Dario, obwohl er flott unterwegs ist. Ich habe hier das finale Duell. Max gegen Norman. Max, und du hast mir gerade zugeflüstert, du bist nervös. Warum denn? Ach, so spaßnervös, ne? Ist einfach hier, man will halt performen, man will dem Norman zeigen, was so geht. Und man weiß auch, dass der Norman einfach der krasseste Typ ist. Ihr geht bitte jetzt auf eure Startposition und denkt dran,
Buzzern nicht vergessen, Jan Platte. Da werden die Sohlen noch mal präpariert und jetzt heißt es Laufen, Springen, Fliegen, alles in super anstrengend. Vorgeführt von Max und Norman. Letzterer ist derjenige, der abhauen muss. 3, 2, 1, Catch. Erster Buzzer und dann macht Norman nochmal den Blick zurück. Eigentlich, glaube ich, wollte der beim ersten Mal oben rum. Er entscheidet sich dann doch noch kurzfristig um. Untenrum hier die Stange genommen, der Sprung passt. Ja, Abstand ist gleich geblieben nach den ersten. Boah, es ist eine schnelle Runde gewesen, 17 Sekunden. Eigentlich sagt man schnelle Runde so um die 20. Norman ist mit 17 dabei gewesen und bleibt im Tempo. Eieiei, okay. Hast sogar Zeit für den anderen Buzzer. Man sieht's auch. Max kämpft sich so ein bisschen ran, kämpft mit sich selbst, kämpft mit den Muskeln, die auch schon so ein bisschen anfangen zu meckern. Nee, da kommt er ins Stehen. Norman hat's im Prinzip sicher. Sie verlangsamen beide, aber der Vorsprung ist so groß. Komm, Buzzer, Buzzer, Buzzer. Das ist jetzt dein Motto. Komm, dafür gibt's den Bonus, Norman. Du hast noch 5 Sekunden Zeit, ein Buzzer ist noch drin, kriegt dann den anderen noch hin. Nee. Die totale Erschöpfung auf beiden Seiten. Glückwunsch, Norman. Auch den mit den Gratulationen. Der Erfolg fürs Team von Kati. Hier sehen wir noch mal die Anfänge. Ja, der Plan, oben rum zu laufen, ist nicht aufgegangen. Ich glaube, dafür hat er sich anfangs so ein bisschen vertreten. Und dann wird zwar auch so sehr angefeuert für Max, aber es ist eine wahnsinnig kraftraubende Angelegenheit. Und wir schauen uns jetzt natürlich mal das Ergebnis aus dem Ganzen an. Da sehen wir jetzt zuerst mal die Catches. Wer am schnellsten gecatcht hat, das ist zum einen Team Christian, bekommt 20 Punkte für den schnellsten Catch. Danach folgt Team Kati mit nur 23 Sekunden. Und dann gibt es noch 5 Punkte für Team Vincent Weiss und Team Pietro. Die Bonuspunkte gehen für die meisten Buzzer an Team Kati Hummels. Und damit schauen wir uns jetzt aber auch den Gesamtpunktestand an. Und der verändert sich dadurch wie folgt. Ganz nach oben rückt Team Kati Hummels mit 35 Punkten. Team Christian Düren 25, Team Pietro auch 25 Punkte. Und nur Team Vincent Weiss 5 Punkte. Da muss noch was kommen, Team Vincent. Also da geht noch einiges. Ich glaube, viele Zuschauer gucken übrigens nur zu, weil sie gehofft haben, dass sie Pietro Lombardi in dieser Sendung endlich mal ohne die Kappe sehen werden. Oh, endlich, wir erfüllen die Zuschauerwünsche. Wir stellen diesen Mann und sein starkes Team jetzt mal ganz genau vor. Bei mir gut Model. Sie greifen in Orange nach dem Titel. Das ist Team Pietro. Benny Grams. Der 29-jährige Berliner verdient sein Geld als Online-Coach und freiberuflicher Athlet. Wenn bei einer Stunt- oder Werbeproduktion jemand gebraucht wird, der flüssig und elegant über Häuserschluchten rennt, ruft man Benny an. Als Coach ist es sein Ziel, möglichst viele Menschen zu mehr Bewegung und größerer Lebensfreude zu inspirieren. Dario Strauch. Der Philosophiestudent aus Mannheim gehört mit 20 Jahren zu den jüngsten Catch-Teilnehmern. Seit 5 Jahren betreibt er den Parcoursport und hofft, in weiteren 5 komplett davon leben zu können. Arlin Schüssler. Die 30-Jährige hat einen Master in Psychologie und arbeitet als professionelle Ninja-Athletin. Angefangen hat bei ihr alles mit dem Stabhochsprung. Ihr Opa ist Trainer und von Kindesbeinen an gibt sie alles für den Sport. Der Einsatz bringt ihr mehrere Meistertitel. 2017 wird sie auf den Ninja-Sport aufmerksam und ist davon so begeistert, dass sie komplett umschwenkt und jetzt hier auf Titeljagd geht. Robert Hase, der 26-Jährige, ist studierter Physiker, Model und seit 2007 leidenschaftlicher Rugby-Spieler. Mit seinem Verein BSC Offenbach wird er 2017 und 18 Deutscher und als Teil des deutschen Nationalteams 2019 Europameister.
Pietro Lombardi. Inzwischen ist es 10 Jahre her, dass Pietro die 8. Staffel von DSDS gewinnt und ganz Deutschland ihn in die Herzen schließt. Sein Debütalbum holt Platin. Der inzwischen 29-jährige Halbitaliener ist dank seiner TV-Auftritte, seinem erfolgreichen Social-Media-Engagement und mehrerer Hitsingles nicht mehr aus der deutschen Medienlandschaft wegzudenken. So, da bin ich bei Team Pietro. Pietro, jetzt wo ich deine Haare gesehen habe, ich finde es gut, dass du Kappen trägst, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Danke. Bitteschön. Wir haben hier Dario, der Lauch, der Strauch. Du studierst Philosophie, habe ich gehört. Richtig, aber ich wollte noch kurz anmerken, ist bei dir die Kappe, hat es denselben Grund? Bei mir ist es noch schlimmer, da was da unten drunter ist, das will kein und Mensch das auf die ist stark. Seite auch mal gucken. Dario schützt ein Team. Ja! Benni, deutscher Meister, Europameister. Nochmal eine Europameisterschaft, hast du Bock? Willst du dich ein bisschen bei Vincent ins Spiel bringen? Ich habe auf jeden Fall richtig Bock, aber mein Bock geht eigentlich darauf, einfach volle Kanne zu geben, weil ich einfach Bock habe auf Sprinten und auf Rennen und BAM! So. Team Pietro muss man auf dem Schirm haben und ich möchte jetzt gern Andrea wieder auf dem Schirm sehen, weil mich will keiner so lange am Stück sehen. Also ich fand deine Frisur sehr interessant. Interessant war das Wort.